Wunderschönen guten Tag, jetzt willkommen zu einer neuen Folge Busblatt 21. Ich habe hier Mitarbeiter, aber ich habe was viel krasseres. Sehen Sie das Raum? Das macht hier links offen und das Raum hier rechts zu. Voll krasse Innovation. Warum stecken Kopf in Wand? Ich habe gerade ein Bild gefunden, was ich nicht verstehe. Hilfe. Okay, wir müssen arbeiten. Was ist das bitte für ein Psychoblick? Was sind das für Augen von hinten? Wie sehen die Augen von hinten aus? Das ist gruselig. Das ist einfach nur Blutbälle. Oh mein Gott. Gott! Das ist einfach Dracula. Okay, cool. Er hat zu viele Deutschländer gefressen. Genau, Deutschländer von Maika. Vom Würstchen das Beste. Aber was, wenn wir hier, weiß ich nicht, wo können wir denn mal. Also, ich muss halt gleich mal so ein Management machen. Das heißt, ich nehme mir. Management. Das Bus und du fährst das Bus. Na los, du fährst den Bus. Los, fahr ihn. Ich falle den Bus. Ja, falle den Bus. Ich teleportiere mich erstmal auf die Seite. Ein paar Bild. So, ich setze mich jetzt nach hinten. Ich lasse natürlich den gehbehinderten jungen Mann hier rein. Nein. Das ist jetzt hier aber Behindertendiskriminierung, ja? Warum ist die Rampe blockiert? Weil du zu fett bist. Ja, das Hub ist dumm, die ist hier immer dumm. Nee, die ist hier immer dumm, da hat sie auch schon das Problem irgendeiner der letzten Folgen. Ja, weil gehen da aber auch so scheiße an. Aber ich. Ich hab sogar korrigiert und trotzdem ging das nicht. Ja. Ah. Tut mir leid, ich kann sie nicht mitnehmen. Tschüss. Sie wissen ja Zeitplan und so, ne? Tschüss. Junge, bleibst du stehen oder fährst du weiter? Ja, die wissen auch nicht so wirklich, was sie wollen. Ach ja, das ist ja. Vor allen Dingen, die zögern dann immer genau so, dass da hinter denen auch noch einer kommt. Och, fick dich, ich wollte jetzt gerade losfahren. Meine Güte. Zur Hölle haben die Busse hier eigentlich. Alter, warum ist er. Was soll ich denn einem Gelenkbus mit drei Bildschirmen? What the fuck? Der Typ im Rollstuhl geht. Wohin? Tschüss. Zu Leroy. Was? Jawohl. Aber wie kann er dann gehen? Ja, keine Ahnung. Illuminati. Man weiß, die Menschengruppe macht, die gehört halt zusammen, ne? Macht einen auf Fred Feuerstein. Alter. Also das Schlimmste, wenn man irgendwie Schaffner oder Kontrolleur ist in irgendeinem Verkehrsunternehmen, ist, glaube ich, einfach diese Visagen zu merken, damit man nicht einfach Leute mehrmals kontrolliert. Ich weiß nicht, wie die das immer schaffen. Ja, ich verstehe auch nicht, wie die das beim Fernverkehr oder im Regio schaffen. Fotografisches Gedächtnis, was? Hallo. So, Jetty Drive, da wollen wir aussteigen. Nee, das hatten wir gerade. Wir wollen bei Seadrift Square aussteigen. Seadrift. Oh, guck mal, da ist ja ein Rollstuhlfahrer. Hold up! Huch. Leroy, was? Hä? Was mach ich denn? Nichts richtig? So. Fabian, ich halte jetzt außer Plan mehr in der Haltestelle, damit du einsteigen kannst. Na los. Wo bist denn du? Ja. Vor deiner Nase. Entschuldigen Sie. Haben Sie vielleicht ein Ticket für mich? Hier meine Faust. Okay. Alter, ich wollte mich neben dich setzen. Ich wollte mal ein Freund für dich sein. Was machst du? Du steigst einfach aus, du. Alle verlassen mich. So muss das. Ich auch, Fabian. Ich auch. Jeha. Ich hab gestern schon wieder verpennt. Ja, mein herzlichen Glückwunsch. Ha, versuche gerade über den Zaun zu springen. Was hast du da? Oh Gott!
Die Bremsen sind sehr schlecht. Ja, aussteigen. Oh, wie schön. Das interessiert mich aber nicht. Oh, wie wäre es, wenn jetzt einfach... Keine Ahnung, weil ich mir nicht merken kann, wenn ich... Wie wäre es, wenn jetzt einfach hier aussteigst und direkt ins und Meer runterspringst. Springst und ersäufst. Die Schiffe sind auch das einzige Schöne hier in diesem Spiel. Die sind schön. Aber es sind immer wieder dieselben. Nein. Es gibt vielleicht 3 verschiedene Schiffsmodelle. Schiffsmodelle? Schiffsmodelle. Schiffsmodelle, genau. Schiffsmodell ist aber auch gut. Es sehen auch gleich aus. Aber es sind Frühstücksflakes. Sie sehen aus wie Schokokekse und schmecken auch so, aber es sind Frühstücksflakes. Er hat gesagt, hallo, ich bin nicht Amanda. Sie haben sich verwählt. Ach. Da habe ich gesagt, hallo Amanda. Ah, gut, wir verspotten unsere Kunden, das ist wichtig. Wichtig und richtig. Würde ich dazu sagen. Da war mein Lenker zu bei mir angeschlossen. Mal machen. Warum lag da gerade ein Polygon auf der Straße? Da ist einfach der Pharao vorbeigekommen, seine Pyramide hier vergessen. Was war das denn? Geh. Ja, hört wieder Pavarotti hier. Extra laut. Ja. Hallo, können Sie dafür in den Club gehen? Halt's Maul. Ich glaube, was du meinst, ist ja ein Opernhaus. Scheiße, ja. Jetzt wollte ich eine Person nicht überfahren, jetzt habe ich die Straßenlaterne überfahren. Und die wollen Leute Fahrscheine kaufen. Na, lieber Sachschaden als Personenschaden, ne? Ja. Das sehe ich anders. Ja, ich weiß. Oh, welcher Hirsch. Hat schon wieder einen Hirsch, Alter. Hm? Die Fahrkarte. Ich hab ihn voll beim Schwarzfahren erwischt, Alter. Ja. Oh, geil. Erstmal die... Ups. Hab ich gerade aus Versehen Space anstacken. Sama! Du kommt einfach, läuft so rum mit dem Stock im Arsch, hat seinen Wiener Sturm da ja? Und dann rennt er einfach plötzlich über die Straße, ey. Gott. Was ist hier mit dem... Gang. Was zum... Auch keine Blinker benutzen, ey. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist hier mit der Straße los? Ich sehe nix. Was ist das? Siehst du nicht, dass irgendwie dieser Bordstein irgendwie so gar nicht mehr an der Straße anliegt, aber so eine riesen Betonschicht da einfach drunter liegt? What the hell? Ach so, doch. Ja, jetzt wo du es sagst. Ja, los, kommen Sie rein, wir fahren weiter. Geil. Okay. Ja, los, komm rein, komm Fabian, Bus bauen. Alles klar. Würdest du bitte nicht leaken, was wir privat machen? Ich bin, immer sehr offen mit meiner Privatsphäre. Ja, ich sehe schon. So. Man kommt immer wieder vorbei. Okay, ich glaube jetzt nie wieder. Das muss ich mir jetzt nochmal überlegen. Heiß. Sind all directions, jawohl. All Directions. Keine Sorge, Oma, bald kommt die Demenz. Da bist du alles. Ach, wie schön. Ach ja, ich liebe es für diese ungehemmten Sprüche, liebe ich diese Sessions auch immer. Ja, hier sowieso. Bitte ja, nehmt das nicht zu ernst. Das bitte. Wäre sehr nett. Ich möchte bitte keine Anzeige haben wegen Volksverhetzung oder sowas. Hä? Ich sorge dafür. Was? Keine Ahnung. Ja, weißt du was, ich bin nicht Jurist. Ja, manchmal. Von mir aus Beleidigung. Das triffst du wahrscheinlich neu, ja. Beleidigung oder wisst ihr, gegen... Wenn ihr das nicht versteht, wen? Dann guckt es euch einfach nicht an. So. Oh, und direkt in der nächsten Folge alle Aufrufe weg. Jawoll. Gibt eh endlich. Keine. Endlich. Finally. Endlich kann ich mit diesem Kanal aufhören. Was? Yes. Endlich kann ich von Pfand leben. Was? Welcher Hand? Ja, geil. Hand Jesus. Pfand. 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 Ach, Pfandflaschen. Oh, geil, dann werde ich, so ein Großstadt-Pfandi. Ich fange gleich in Berlin an. Boah, jetzt habe ich 50 Pfandflaschen gesammelt, da kommen wir den Paco Kippen kaufen. Höhö.
Kippenwitz, ne? Ich komme eh nie wieder nach Hause. Ich hab Kindern eine Zigarette angedreht, jetzt sind sie tot, endlich. Was? Sag mal, die bewegen sich dahin immer noch nicht, kann das? Oder, hä? Die sind raus. Cool, ich hab die Rampe übrigens gerade für einen Rollstuhlfahrer gehalten. Okay. Ja, das ist super mit so einem schlecht aufgelösten Spiegel. Naja, ist ja fast das gleiche. Also Rollstuhlfahrer und Rampe ist ja fast das gleiche. Was? Oh mein Gott, Elefantenrennen. Hallo da. Déjà-vu. Du hättest die Hältestelle auch schon noch mitnehmen sollen, oder? Weg da, weg vom Zebrastreifen, ich fahr rüber. Ich glaube, ich bin so ein bisschen außer Übung, kann das? Naja. I think so too. Wenn ich das Spiel spiele, entwickle ich mich eher zurück. Boah. Ja, das stimmt schon. Na, man, oh Gott, hier kannst du bestimmt mit dem Doppeldecker richtig gut durchfahren. Das muss ich mal ausprobieren. Stimmt. Bleibst du auch hängen an der Brücke, aber ich bin sowas von sicher. Mit einem Doppeldecker. Hä? Was war das? Was ist das? Ewig ist Teil der Straße, so wird's auch kurz. Okay, was für eine nette Ampel. Oh verdammt, ich hab vergessen, die Haustür abzuschließen. Ja. Ich glaube, wir müssen mal kurz unsere sehr seriösen Kontakte mal kurz rufen. Ich hab da einen Auftrag für euch. Tut. Alter, ne? Das ist akute Inkompetenz hier teilweise auch einfach. Ich stehe hinter dem Auto. Das fährt einfach nicht, weil es auf mich wartet, während ich hinter dem Auto stehe. Du musst die Rampe rauslassen. Okay. Nee, nicht du, Alex. Okay. Ich hab keine Ahnung, wann ich die Rampe rauslassen muss. Weiß ich, wann ich die Rampensau rauslassen muss. Bruh. Ah, cool. Hey, oh ja, mein dann Gott, fahr einfach weiter, Alex. Heute regnen. Ich hab meine neuen Schuhe an. Oh nein, du hast deine neuen Schuhe an. Oh, soll ich sie etwa putzen? So, ich setze mir das hier nach hinten und schauen wir das Chaos an und währenddessen mal Feierabend. Oh mein Gott. So. In Alter, der Kurve überholt. Alter, wie voll die Busse sind. Ich würde mal sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal und ciao. Alter, was jawohl. War das denn? Ich war zu schnell fürs Spiel, das konnte ich nicht richtig rendern.